Willkommen zurück zu einer neuen Folge Volong. Wir machen noch die letzte Nebenmission von dem ersten DLC. Und ja, wir sind auch schon wieder nicht sauber. Wir sind auch in derselben Mission wie die letzte, wo wir drin waren, wenn ich das jetzt richtig sehe. Moralrang setzen wir auf 12. Damit starten wir. Ich denke mal, diese Mission sollte eher einfach sein. Wir werden sehen. Aha. Habe ich schon öfter gedacht, dass das einfach wird und dann war das ganz und gar nicht der Fall. Okay, Glück gehabt. Der wäre Geschichte. Wir starten hinten. Hä. Nee, wir starten mehr oder weniger hinten. Mehr oder weniger. Okay. Das könnte man wahrscheinlich aufspringen. Da ist ein Tigerchen. Keine Flagge da hinten. Oh. Scheiße. Erstmal eine Heilung. Autsch. Er hält nicht so lange. So, Tiger wäre platt. Die habe ich mittlerweile ganz gut im Griff. Irgendwie, da hat das Muscle Memory von damals, ich meine, ich habe das vor einem halben Jahr gespielt, irgendwie habe ich die so oft bekämpft, dass das Muscle Memory immer noch relativ gut intakt ist, würde ich sagen. Balliste. Da ist eine fette Flagge. Ich kann mich erinnern, von den Stachelschweinen gab es noch eine dickere Variante. Die waren extrem ätzend. Okay. Du gehörst zu dem... Ah, shit. Zauberheini. Das ist noch irgendwo einer. Okay, ich spiele gerade totaler Mist zusammen. Komm runter. Zwischenzeit baff ich mich. Oh, wo kommst du denn her? Hab ich dich übersehen? Du wärst auch so Gruppe, die wir töten müssen, um das Ding freizuschalten. Da ist eine kleine. Okay, das ist der ganz dicke. Gehört der da oben auch dazu? Wir leben mit der Balliste wegkriegen, bevor wir den anderen bekämpfen. Ich sehe es nicht richtig. Au. Ja, du musst weg. Du gehst nicht zur Truppe. Lass uns wieder nach unten gehen. Ich glaube, es sind alle tot.
Er hält was aus. Die Sau. Wahrscheinlich, weil er der Chef ist. Haben wir ihn? Nee. Sau lebt immer noch. Da habe ich das Timing eigentlich ganz gut drin. Au. Und tschüss. Okay, die erste Flagge ist freigeräumt. Hooray. So, fehlen die drei kleinen. Eine sehen wir da. Ich denke mal, die anderen kommen noch. Der große Teil von denen, die jetzt hier waren, dürften auch nicht respawnen. Das ist schon mal super. Ach, da ist eine Kiste. Nicht, dass da irgendwie was Gutes drin wäre. Es ist, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, unser Gear ist schon ziemlich gut. Aber haben oder nicht haben, ne? Elender Köter. Hier gibt es kein Durchkommen. Da ist jetzt eine Wand reingemacht worden. Aber die erste Markflagge ist drin. Also jetzt komme ich hier wieder in den Sumpf. Keine Gegner? Sehr verdächtig. Okay, da unten und da hinten sehe ich die anderen beiden Flaggen. Oh. Gut. Ah, dich habe ich schon vermisst. Nicht. Haben wir dich? Noch nicht ganz. Boah, das hält aber was aus, das Vieh. Wir sehen Scheiß. Aber diesmal Buttonmashing funktioniert. Das ist so eine Olle. Oh, nee. Doppel-Ads, Dreifach-Ads. Ugh. Ah, das ist auch nur so eine. Halleluja. Ein 18er. Ich meine, die war nicht so schwierig. Ja, der ging jetzt eigentlich ganz gut. Kann man sich nicht beschweren. Ach, guck mal, ein Zauberer. Hör auf zu nerven. Also, Moment mal, war ich hier nicht oben? Ne, die Flagge war da hinten.
Ich meine, ich... Hier war das. Fehlt eigentlich nur noch dann das Ding da unten. Jetzt werden wir erstmal hier rasten, damit wir hier respawnen. Also nicht rasten, aber wir werden die Flagge platzieren. Die Standarte. So. Und, Ah, wie machen wir das am besten? Ich weiß nicht, ob ich... Weil die Dicke zu planschen ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Okay. Ja, das, war ein ziemliches Desaster. Das war ein ziemliches Desaster. Eieiei. Deswegen habe ich die Flagge zuerst geholt. Oh, wie viele hier sind. Oh, ich muss die Olle, die Dicke, irgendwie schnell töten. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Aber das war schon mal schlecht. Au. Die machen halt auch Schaden, ne? Jenseits von Gut und Böse. Und tot. Ah, warum hat das mit dem Special Move diesmal nicht geklappt? Die Lampe am Boden. Ich habe das eigentlich rechtzeitig gesehen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Das Feuer funktioniert hier irgendwie auch nicht so wirklich. Probier es mal mit Erde. Vielleicht klappt das besser. Ich meine, wir haben alle Waffenbuffs. Ich könnte die anderen eigentlich auch ausrüsten. Ja, Erde funktioniert wesentlich besser. Tot, Mann! Sie hatte nichts mehr! Ah! Weil ich immer zurückgeworfen werde. Das ist das Problem. Keine Chance. Wenn man einmal erwischt wird, ist man komplett wieder im Stunlock. Weil es sind zu viele Gegner. Wir machen 80% des Schadens mit der Plansch. Und trotzdem reicht es hinten und vorne nicht. Seht ihr? Kommt die von hinten, haut mich um, bevor ich meinen Angriff durchkriege. Die ist tot. Okay. Du noch.
Okay. Ich glaube, wir haben alle. Das war ein Kampf. Werde ich nicht leugnen. Hier ist noch ein Bärchen. Lassen wir das mal raus, auch wenn es nicht wirklich was bringt. Und hier geht es wieder raus. Ja, lass das. So. Dann. Level up geht. Ach ja, haben wir alles verloren. Ist ja ein Souls-like, dammit. Hier sieht aus, als wäre das hier das Ende. Natürlich so ein fettes Stachelschwein. Und so ein Gift-Assi. Feuer ist drauf. Au. Hab ich dich. War das der letzte? Jetzt ist hier offen. Wir können die Kiste nehmen. Kau Angst Sattel. Yay! Mission zu Ende. Erfolgreich geschafft. Neues Schlachtfeld. Okay. Haben wir ein weiteres Nebenschlachtfeld. Das hier sieht nach einem... Entweder ist es ein Gauntlet oder ein Duell. Dann würde ich sagen, machen wir das. Wiliang und Ping. Und dann, ja, wahrscheinlich ist das die letzte Mission von diesem DLC. Vielleicht kriegen wir noch einen neuen Boss. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber man kann ja mal träumen. Ah, es ist ein Gauntlet. Will ich mit 12 spielen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist 12 nicht gut. Ne, ist zu niedrig. Ja, da hat er mich. Machen wir 16. Ich glaube, ich nehme an, wenn ich die beiden kleinen Penner weg habe, ist der Groß auch nicht mehr so wild. Innere Disziplin 16. So. Na, jetzt ist er weg. Mann! Okay. Ich weiß nicht, ob ich in dem scheiß Giftnebel stehen möchte. So, kriegen wir Feuer auf dich? Ich denke schon. Ja, das funktioniert. Und jetzt bist du in der Ecke. Du kannst eigentlich fast nichts mehr tun. Halbe HP.
Ja, was willst du tun? Kommt nicht mehr dazu, überhaupt irgendwas zu tun. Wenn jetzt nichts mehr kommt, war das eine easy Mission. Hätten wir auch auf 12 geschafft, aber ich war mir jetzt nicht sicher, wie stark der Typi war. Ja. Aber wir können auch mit ihm reden. Das ist wahr. Haben wir. Ich weiß nicht genau, was das Gift gemacht hat. Irgendwie ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Giftleiste steigt. Aber vielleicht habe ich es nicht richtig gesehen. So. Oh, da ist noch was. Simpler Geist, tigerhafte Kraft. Gut. Auf geht's. Schön. Kriegen wir noch ein bisschen Content hier. Wundervolle Sache. Jetzt sind wir auf 16. Mal gucken, was wir hier haben. Ah, sieht nach einem Duell aus. 16 ist gut. Ach, gut. Okay, hi. Oh, nicht du schon wieder, ey. Und nicht du schon wieder. Oh, vielleicht müssen wir den dann in der nächsten Episode machen. Ich kann mich erinnern, er war mit 15, war, hatten wir keine Chance. Mit 15 hatten wir keine Chance, das war der erste Boss von diesem DLC. Und mit 16 sieht es jetzt nicht so viel besser aus. Ich glaube, ich habe ihn mit 18 gemacht. Ich nehme an, das ist eine schwere Variante von ihm. Au, Mann! Scheiß Felsen, ey. Ja, das wird nichts mit 16. Gehen wir auf 20 hoch. Der ist, macht so viel Schaden. Dann probieren wir es noch ein paar Mal. Und wenn es nicht klappt, dann... Aber das ist jetzt... ups. Das ist eine richtige Challenge-Mission. Beziehungsweise ich gehe auf Max. Er weicht halt auch aus wie ein Weltmeister. Okay. Am Anfang lief es ganz gut und dann ist es ziemlich schnell außer Kontrolle geraten. Ah, dieser elende Bastard. Na. Au. Ich denke, das sollte ich weggehen. Die ganze Zeit zu parieren ist wahrscheinlich nicht das Beste.
Holy moly. Man kriegt das Feuer am Anfang drauf. Aber das ist nicht ganz trivial. Ja, so. Er lässt sich auch nicht staggern. Sehe ich gerade, weil er hat in der normalen Mission hat er sich am Anfang staggern lassen. Das ist hier nicht der Fall. Okay. Au. Einmal eine Heilung. Da kommt direkt der danach. Eieiei. Ich denke immer, okay, wenn ich eine rote blocke, dann kann ich danach zum Gegenangriff übergehen. Aber das ist hier bei ihm einfach nicht der Fall. Ja, Wirbelöhn ist auch scheiße. Au. Au. Ah, scheiß Vogel. Meine Güte. Also unter 50 schon mal. Heilung. Ich hasse den Wirbel. Oh, man sieht nichts. Das ist unglaublich. Ich treffe ihn einfach nicht. Er weicht die ganze Zeit aus. Holy shit. Ist das eine Nervensäge? Wir hatten ihn fast. Und dann habe ich 6 Heilungen irgendwie in... keine Ahnung. 20 Sekunden verballert. Au.
und tot. Ich wollte das Feuer anbringen, das Dagger dient so leicht, aber es hat nicht geklappt. Offensichtlich. Das hat leider nicht geklappt. Reicht immer aus. Da kommt der zweite wieder. Nicht. Mann! Ich komm nicht zum Schaden machen. Er hat fast voll Spezialangriff, zack und fertig ist es. Man kommt nicht an ihn ran. Er weicht die ganze Zeit aus. Der starke Jedi weiß. Scheiß Vogel. Und tot. Ich verstehe es auch noch nicht wirklich, wie das Ganze hier funktioniert mit dem, was ich alles parieren kann, was nicht. Es ist, probieren Sie es noch ein, zwei Mal. Wenn das nicht klappt, dann soll es das gewesen sein. Die Episode. Schon wieder diesen blöden Tornado, ey. Ah. Mann, lass mich mal heilen. Autsch. Ich komm nicht zu irgendwas zu machen, und wenn ich was mache, dann weicht er aus. Ach. Dass er die zwei direkt nacheinander machen kann, ist auch Bullshit ein bisschen. Ah, elender Wichsbolzen. Ich hasse ihn. Vielleicht sollte ich nah dran bleiben. Nee. Da kann ich nicht nah dran bleiben, das geht nicht. Ich verstehe es nicht. Wir hatten ihn einmal fast und dann ist alles. Aus dem Ruder gelaufen. Guter Start. Mich hier raus. Wieder low. Den zweiten habe ich noch nie geschafft zu parieren irgendwie. Ich weiß, dass er kommt. Manchmal. Aber ich hab's nicht geschafft, ihn zu parieren. Okay, last try. Wenn es nicht klappt, probieren wir es in der nächsten Episode. Warum bin ich jetzt wie es plötzlich sehr gerne?
Weicht das immer aus. Wenigstens kann ich da ein bisschen baufen. Und tot. Okay. Ruhig Blut. Typ geht mir grauenhaft auf die Sau, auf den Sack. Aber ich muss versuchen, ruhig zu spielen. Das ist, Buttmashing hilft uns jetzt hier nicht weiter. Feuer schon wieder raus, ey. Jedes Mal erwischt mich den. Es ist unglaublich. Mann, man müsste doch meinen, irgendwann kriege ich es hin. Aber nein, nein, nein. Es geht einfach nicht. Au! Aber ist zu weit weg. Hallo? Heilung! Jetzt! Endlich! Nimm das Feuer. Man weicht halt sofort wieder aus. Du kriegst ihn nicht 2 Sekunden am selben Ort. Er weicht die ganze Zeit aus. Mann, ist das nervig. Das war ein bisschen greedy. Okay. Okay. Verstanden. Verstanden. Puh. Keine Ahnung, der ist, definitiv schwieriger als die Ursprungsvariante. Das war soweit eigentlich ganz gut. Sicherheitsheilung.
Okay, unter halber HP. Scheiß Vogel. Okay, nicht greedy werden. Au. Macht er das wieder? Oh! Lass das. Mehr viel. Au! Ist er tot? Ah, wir haben ihn! Die elende Drecksau! Ah, der war hart! Der war hart! Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber naja, so ist es manchmal. Tu das. Dir wurde dank deiner starken Bande der Schutz der Gottesbestie Phailian gewährt. Okay. Phailian. Okay, wir sind hier tatsächlich durch. Kann ich... Von hier aus kann ich wohl nicht, diese Goldbässchen zugreifen. Gehen wir kurz mal ins Dorf. Ah, damit sind wir endgültig mit dem ersten DLC durch. Heute kann ich nicht reden. Mit dem ersten DLC durch. Das heißt, wir werden in der nächsten Episode den zweiten DLC angehen und wir machen diese Bonusmission, diese Boss-Gauntlets machen wir ganz am Ende. Würde ich sagen. So als krönenden Abschluss, wenn ich hoffentlich wieder einigermaßen eingespielt bin und nicht so ein Kack zusammenspiele wie aktuell. Es ist, es ist schon ein bisschen bitter. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, es ging jetzt doch irgendwie, keine Ahnung, gesamthaft 6 Stunden etwa fast der DLC. Was sollte ich tun? Was ist mit diesen Goldbestien-Dingens? Gedöns. Kann man die hier aus? Ich glaube, es spielt keine Rolle. Ich verwende das Ding sowieso nie, oder? Goldbestie auswählen. Aber diesen King Long. Qinglong, keine Ahnung. Warum habe ich den ausgewählt? Man weiß es nicht. Schadenverstärkung nach Töten, tödlichem Bayou. Phailian, das ist der neue. Ach ja, weil der einen Heal hat. Der heilt mich, deswegen habe ich den ausgewählt. Gesundheitsabsorption durch Nahkampfangriff. Ah.
weiß nicht. Ja, rüsten wir mal Phylion aus. Warum auch nicht? Gesundheitsabsorption hört sich nützlich an. Schwierig natürlich jetzt, das tatsächlich stand... Nein, das spielt keine Rolle. Nein, nein! Schwarzer Bildschirm. Vielleicht ist das Spiel rausgebuggt. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt noch was. Egal. Ich glaube, wir... Das Spiel, glaube ich, echt abgekackt. Ich hoffe, es hat gespeichert. Ansonsten habe ich ein Problem. Was wollte ich sagen? Ja, wir machen an dieser Stelle einen Break. Ich muss gucken, was los ist mit dem Spiel. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund, euer Northgate.